scheiß drauf, wir machen noch eine Runde. Ich hoffe mal, dass das ganz nett wird. Und eben gerade noch gesagt, von wegen, wir kriegen voll aufs Maul und jetzt gleich so eine krasse Runde. Ich würde sagen, das Deck hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, aber beim Jägerdeck, was ich davor gehabt habe, da haben mich ja die ersten Karten auch ziemlich, da haben sie mich, also nee, ich meine, die erste Runde hat mich da auch sehr in Hochstimmung versetzt und die Runden danach haben mich dann richtig runtergezogen, sodass ich echt keinen Bock mehr auf das Spiel hatte. Und ich glaube irgendwie, dass es jetzt genauso wird. Aber hey, scheiß drauf. Ganz ehrlich, Magier könnte schon ein bisschen kritischer werden. Da wird unsere Kampo wohl nicht ganz funktionieren. Deswegen werden wir hier auch erstmal dich tossen. Du bist nämlich eine gute Late-Game-Karte, auch wenn du dich danach aussiehst. Petitions Blade behalten wir noch ein bisschen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendeine Einser-Kreatur bekommen. Nein, natürlich nicht. Natürlich, wir könnten immer noch Glück haben, Keule. Gucken wir mal. Nicht ganz das, was ich wollte. Es ist eine Einser-Kreatur. Nee, Kreatur nicht, aber es ist da. Sagen wir es mal so. Es ist da. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, einmal dich zu spielen. Und dann gucken wir einfach mal, was denn der liebe Herr Knabe dort drüben für uns bereithält. Wird er den Hit in die Fresse machen? Er macht so. Kann ich noch mitleben? Muss ich so gestehen. Doch, das kann ich wirklich. Den Wisp behalten wir mal noch ein bisschen. Und hauen ihn dann einfach mal auf die Fresse. Und wie gesagt, diese eine Karte, die wir möchten. Wir hätten jetzt natürlich auch noch aus, Quatsch, verhüllen, spülen können. Aber ey, das Licht. Er war jetzt auf jeden Fall so ein bisschen angepisst von meinem Raptor, dass er da 4 Mana für verschwendet hat. Ja, kann er machen. Ist mir eigentlich relativ latte. Los geht's. Ich möchte das so machen. Und dann nehmen wir uns eine neue Waffe und gucken einfach mal, was er denn jetzt tut. Er könnte natürlich einfach wieder seinen komischen Feuerball machen, allerdings kriege ich so oder so Card Draw. Es sei denn, er hat 5er-Kreatur. Was hat er denn da für mich? Mordkrabbler. Okay. Gut. Was soll's? Mordkrabbler. Oh, hallo. Sehr schön. Kriegen wir irgendwas Schönes? Nein, wir kriegen nur einen knappen. Den Mordtiger. Den Mordtiger. Den Tiger möchte ich jetzt nicht unbedingt. Also jetzt, wobei, der ist eigentlich safe, ist er, ne? Und er kann in der nächsten Runde einfach mal durchbrechen. Also spielen wir den Tiger. Wir könnten natürlich auch das Blade spielen. Und. Ne, Quatsch. Nee. Erst den. Dann ausweiten. Ja, so machen wir das. Einsatzbereit! Dann ausweiten. Ich habe nicht genug Mana. Ach, scheiße, ich bin dumm. Habe ich gerade das Dingens nicht ganz berechnet. Egal, wir gucken mal, ob wir Glück haben. Naja, fast. Los geht's. Fast glücklich, also was soll's, ein Treffer und eigentlich hat's nur ihn erwischt, also dementsprechend bin ich da ganz ekelartig, würde ich da mal fast zu sagen. Balabala bum bum, wir machen das folgendermaßen, es dreht sich um Folgendes, Gorobashi oder Tiger, wir nehmen den Tiger, töten dann, ja, alles klar. So. Und ich bin dumm. Wieso tue ich so etwas? Oh Mann. Los, vielleicht deswegen. Ich habe nicht genug Mana. So, was soll's? Haben wir 3 in eine Fresse genommen. Ist jetzt nicht weiter wild. Würde ich mal vermuten. Hoffen? Gott. Seid ihr für das hier bereit? Das ist eklig. Da hätte ich jetzt gern. Nee, das geht nicht, Kumpel. Kannst du jetzt opfern oder später? Ich werde den eh dafür opfern. Also, ne, Keule ist mir Latte. Gut, weg damit. Und dann gucken wir doch einfach mal. Hätte ich jetzt auch mit Parat machen können, aber das ist jetzt nicht weiter wild. So, wie machen wir das denn jetzt am dürfsten? Ich würde sogar gerne den hier spielen. Ihn einfach ignorieren und einfach mal ein bisschen Schaden aufbauen, würde ich jetzt mal meinen. Ich frage mich, ob... Oder? Ja.
ihn aufs Maul, gucken einfach mal, was denn da so geht. Und wir sind absolut nicht dingensanfällig. Und wir scharren so langsam aber sicher unsere Karten. Okay. Was macht er jetzt da gerade? Oh, das ist eklig. Muss ich mal sagen. Und allerdings ist das alles sehr das ist schön. Es ist sehr anfällig, sagen wir es mal so. Und zwar für den hier. So oder so, der in der Mitte stirbt. Gucken wir mal einfach mal ganz kurz. Wie viel könnten wir jetzt reißen damit? Wir können 2 Schaden verursachen, dann ist die Runde auf 6. 6. Oh Gott. 2, 4 können wir ihn. Dann ist die Runde auf 4, dann können wir ihn mit dem Tiger töten. Da stirbt allerdings auch unser Tiger dafür. Uncool. Was soll's. So. Wir können natürlich nochmal angreifen. So. Er hat ordentlich Power. Allerdings ist er natürlich jetzt auch relativ verwundbar. Ich hoffe mal, er hat jetzt kein... kein Dingens, kein, wie heißt es noch, Feuersturm. Wenn ja, dann haben wir so eine kleine Arschkarte, weil wir nur noch so ein bisschen was auf... Scheiße. Das war schlecht für uns. Richtig schlecht für uns. Fuck! Er hat noch sehr, sehr viel Mana und das könnte uns echt böse auf den Sack gehen, würde ich mal vermuten. Er macht den weg. Arschloch. Trinkt mit mir. Er holt seinen Schleim wieder auf die Hand, was ich jetzt gerade nicht ganz verstehe, aber gut. 4-4. Ist nicht gut, würde ich mal sagen. Oh nein, 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 das ist nicht gut. Wollt ihr was von mir? Eklig, ganz, ganz eklig. Das ist eigentlich egal, wenn er in der nächsten Runde den Us spielt. Vollkommen egal. Zerstört er zwar meine Waffe, hat er ein bisschen was von Nutzen, aber hey, was soll's. Ah, Gott, der macht uns fertig. Nicht gut. Absolut nicht gut, Leute, was wir hier machen. Oh, der kriegt so gute Scheiße. Nicht. Absolut. Nope, 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 nope. Wir könnten jetzt übrigens mal so langsam bitte unsere Trumpfkarte bekommen. Los geht's. Wir spielen jetzt einfach mal auf... Trumpfkarte? Oh Gott, wir spielen absolut auf Trumpfkarte, ey. Oh Gott, okay. Wenn wir können jetzt noch 2, 4, 3, das sind 5, 7. 7. Wir können das noch eine Runde auf 2 aushalten. Wir müssen um... Oh Gott, jetzt wird's übel. Okay, das ist die letzte Runde, die wir es aushalten können. Wenn wir jetzt nicht Dingens spielen, bekommen, sind wir am Arsch. Ach, wir sind eh am Arsch. Gut, was soll's. Keule, das war's. Ich gebe auf. Ah, Gott. Gut gespielt. Ach, fick dich, du Kinder der Hurensohn, ey. Ja, so eine Typen hasse ich, ey. Es ist einfach nur zum Kotzen mit so behinderten Juden. Das ist nicht schön.